Und wir erhoffen uns jetzt einige Einordnungen von Ihnen, Herr Thewissen. Was wir in einer Stunde erwarten können im US-Kongress, könnte sozusagen eine zweifache Melodie haben. Es könnte ein feierlicher Akt werden oder ein peinliches Schauspiel. Was erwarten Sie? Ja, das Letztere. In der Tat wäre es eigentlich eine Zeremonie, im Grunde genommen auch eher eine Formsache in feierlicher Form. Denn das, was hier passiert, die Beglaubigung des Sieges von Joe Biden, das hat es bei früheren Präsidenten natürlich auch gegeben. Es gab hin und wieder in der Vergangenheit auch schon mal die eine oder andere Diskussion, aber nicht das, was heute hier passieren wird. Wir erwarten, dass mindestens 140, vielleicht 160 Abgeordnete der Republikanischen Partei, des Repräsentantenhauses und mindestens 13 Senatoren im Senat Einspruch einlegen wollen gegen die Wahlergebnisse in mindestens drei der umstrittenen, eigentlich umstrittenen, aber dann doch nicht umstrittenen Bundesstaaten, weil auch da das Ergebnis ja eigentlich mittlerweile im Dezember längst beglaubigt worden war. Wenn dieser Einspruch kommt, dann hängt es wirklich davon ab, was in den Folgestunden passiert, denn dann wird diese gemeinsame Sitzung des Kongresses zunächst einmal unterbrochen werden. Die beiden Kammern gehen in ihre Bereiche zurück. Es wird dann jeweils diskutiert. Mehrere Stunden eine Debatte findet statt und anschließend dann abgestimmt. Wir erwarten nicht, dass es am Ende eine Mehrheit für Donald Trump in irgendeiner Form geben wird. Aber das Ganze wird sich über Stunden, vielleicht viele Stunden hinziehen, vielleicht sogar bis in den morgigen Donnerstag hinein. Und alle schauen auf Mike Pence, den Vizepräsidenten, der gewissermaßen den Vorsitz führt über diese Sitzung hier im amerikanischen Kongress. Er könnte möglicherweise sich weigern, Wahlmännerstimmen, Zertifizierungen aus einzelnen Bundesstaaten anzuerkennen. Das darf er eigentlich nicht. Das wäre verfassungswidrig, wenn er das täte. Aber Donald Trump hat massiven Druck auf ihn ausgeübt in den letzten Tagen und Wochen, dass er tatsächlich hier etwas tut, was es so in der Geschichte noch nie gegeben hat. Es werden spannende Stunden hier in Washington. Das sind beunruhigende Beschreibungen, die Sie uns liefern aus Washington, Emma Thewissen. Wenn wir jetzt schauen, auch auf diese Begleitmelodie, die wir zum Teil gerade schon live im Bild sehen und hören konnten, nämlich diese Rallye We the People, auf der Trump erwartet wird, was wir live zeigen wollen. Und das zweite eben auch einen Brief von ehemaligen US-Verteidigungsministern. Wie groß sind die Befürchtungen, dass hier etwas massiv aus dem Ruder gerät? Ja, es gibt zwei große Befürchtungen. Das eine betrifft den heutigen Tag und vielleicht morgen. Es werden etwa 30.000 Anhänger von Donald Trump hier in Washington erwartet. Wir haben vorhin die Bilder gesehen, zum einen hinter dem Weißen Haus, zum anderen auch hier, wo wir stehen, am Kapitol. Rechts von mir, das kann man jetzt nicht sehen, haben sich schon etwa 100 Demonstranten versammelt. Das werden wahrscheinlich noch viel mehr werden. Unter ihnen sind beispielsweise auch Milizionäre von bewaffneten Milizen. Die durften keine Waffen mitbringen, aber gestern Abend sind hier in Washington schon 6 Personen festgenommen worden. Dabei wurden auch Waffen gefunden. Also es wird hier befürchtet, dass der Präsident mit seinem Auftritt Öl ins Feuer gießt und möglicherweise einige unter dieser Menschenmenge bereit sind, auch Gewalt anzuwenden in den nächsten 24 Stunden hier in Washington. Die Nationalgarde ist aufmarschiert, die Polizei ist stark vertreten. Mal sehen, wie das ausgeht. Und das zweite Szenario ist, dass Donald Trump in den letzten 2 Wochen bis zur Amtseinführung von Joe Biden möglicherweise noch ganz verrückte Dinge täte, beispielsweise so eine Art Notstand ausrufen, das Militär zu Hilfe rufen will, um im Weißen Haus zu bleiben. Zumindest ist diese Option im Weißen Haus tatsächlich diskutiert worden. Und das ist der Grund, warum eben 10 ehemalige Verteidigungsminister, darunter auch einige, die unter Donald Trump gedient haben, sich öffentlich in der Washington Post geäußert haben, haben gewarnt, das wäre ein Angriff auf die Demokratie, wenn das passieren würde. Also es stehen uns möglicherweise noch 2 sehr unruhige Wochen bevor hier. Emma Thewissen, um einen Schlusspunkt zu setzen. Die Frage nach dem Rückhalt in den eigenen Reihen erübrigt sich fast. Sie haben die schwierige Rolle von Mike Pence beschrieben, aber auch die 30.000 Anhänger, die in Washington erwartet werden. Aber lassen Sie uns noch sozusagen auf einen kleineren Staat schauen, der aber trotzdem für das künftige Machtgefüge jetzt das Zünglein an der Waage spielen könnte. Georgia, die Stichwahl zum US-Senat mit Demokraten, die scheinbar vorne liegen. Was würde das für das künftige Machtgefüge bedeuten, wenn es so käme? Das ist ganz entscheidend und wichtig, wenn das so ausgeht, wie es sich abzeichnet, ein Doppelsieg in Georgia, dann bedeutet das, dass im Senat hier hinter uns künftig 50-50 es stehen würde zwischen Demokraten und Republikanern. Das heißt, bei jeder Abstimmung, in der es zu einem Patt käme,
wäre dann die amerikanische Vizepräsidentin, die künftige Kamala Harris, als Vorsitzende des Senats. Das ist gewissermaßen ihr Nebenjob. Dann würde sie in dieser Funktion tatsächlich ihre entscheidende Stimme beitragen, um den Demokraten die Mehrheit zu geben. Das ist sehr, sehr wichtig für Joe Biden und Kamala Harris. Dann würden sie eine Gestaltungsmehrheit für die nächsten Jahre haben. Das ist auch deshalb wichtig, weil sie müssen in den nächsten 2 bis 4 Jahren große Reformen in den USA durchsetzen, von denen viele Amerikaner, auch Trump-Anhänger, etwas haben. Denn nur dann, wenn das eine erfolgreiche Präsidentschaft wird, haben die Demokraten die Chance, das Weiße Haus länger zu erhalten und zu verhindern, dass der Trumpismus, möglicherweise gar Trump selbst, in das Weiße Haus zurückkehrt. Elmar Thewissen, haben Sie ganz herzlichen Dank, ZDF-Studioleiter in Washington, für Ihre Informationen und Einschätzungen. Passen Sie auf sich auf. Gute Zeit.